Bruker-Kost. Bruker-Kost ist die Kost oder diese Diät oder Ernährungsweise, die zurückgeht auf Max Otto Bruker. Max Otto Bruker war ein bedeutsamer Wissenschaftler, Ernährungskundler und Arzt, der auch eine Klinik leitete und der die Erkenntnisse von Birscher Benner und Kollat weiterentwickelte. Er begründete die Vollwerternährung neu und war insbesondere einer, der auf Zucker verzichten wollte. Max Otto Bruker empfahl, die Nahrung voll zu nehmen, also Äpfel nicht zu schälen und Vollkorn statt Weißmehl, Vollkornmehle statt Weißmehle. Er empfahl, möglichst Nahrungsmittel unbelassen zu lassen, also unverändert zu lassen. Er empfahl einen hohen Rohkostanteil. Und man kann sagen, das, was Bruker empfohlen hat, entspricht heute weitestgehend den Empfehlungen der modernen Ökotrophologie. Man könnte Max Otto Bruker als einen großen Pionier bezeichnen. Denn zu seiner Zeit war einiges von dem umstritten, was er sagte. Heute geht man davon aus, dass es bestimmte Stoffe gibt, die schädlich sind. Dazu gehört Zigarette, dazu gehört Alkohol, dazu gehört Fleisch und Zucker. Wenn man diese Sachen weglässt und stattdessen Obst, Gemüse, Salate, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte zu sich nimmt, dann hat man die optimale Ernährung. Und natürlich gilt auch, die optimalen Vitaminanteile hat man dann, wenn man die Nahrung unbehandelt zu sich nimmt, also insbesondere einen hohen Rohkostanteil hat. Manche Menschen brauchen allerdings einen höheren Anteil an gekochter Nahrung. Manche haben Schwierigkeiten, die rohe Nahrung ausreichend aufzuspalten. Manche Menschen werden vielleicht auch mit Getreide nicht ganz so gut zurechtkommen, aber all das wäre auch im Sinne der Bruker-Kost. Max Otto Bruker wollte auch keine Sirups haben und lehnte auch ein Übermaß an Säften ab, weil auch das nicht vollwertig ist, also aus dem vollen Nahrungsmittel besteht. Bruker-Kost, also eine vollwertige Kost, die als sehr gesund gelten kann.